Heute bei strahlendem Sonnenschein spielen die Spartans gegen Bamberg. Und heute mit dabei der Gianni. Heute mit, was hast du da? Vespas hast du dabei? Da hinten noch ein Vespa, Fahrzeug. Und was machst du heute hier? Wir feuern heute die Spartans an und freuen uns, ein interessantes Footballspiel anzuschauen. War noch nie hier. Ich hoffe, da geht es richtig zur Sache, weil für das sind wir eigentlich hier und hoffen, dass natürlich die Spartans gewinnen. Ja, du sagtest, du warst noch nie bei so einem American Football Spiel dabei. Wie stellst du dir das vor? Wie wird das wohl werden? Also sehr hart, denke ich mal. Und ich habe es vorhin schon bei den Kleinen gesehen. Also hört sich sehr brutal an. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt, weil hört sich schon heavy an. Ob das Spiel jetzt tatsächlich heavy wird, das fragen wir jetzt gleich mal unsere Trainer von den Spartans. Die treffen wir jetzt nämlich gleich hier. So, jetzt sind wir hier mit unserer kleinen Experten-Kuschelrunde. Wie wird das Spiel heute? Ihr spielt gegen Bamberg. Ich habe schon gehört, das ist nicht gerade der leichteste Gegner jetzt hier in der Liga, ne? Nee, auf jeden Fall nicht, weil das ist das Team mit den meisten Siegen, so wie wir, ungeschlagen bis jetzt. Das ist eigentlich jetzt erster gegen zweiter Platz, spielen gegeneinander. Was glaubst du, wo liegen die Stärken der Bamberger heute, gegen die ihr ankämpfen müsst? Also die Bamberger haben selber noch ein paar Amerikaner von der Base, die qualitativmäßig bestimmt nochmal unterstützen. Die haben eine solide Jugendarbeit, von der sie leben. Das wird nochmal ein Brocken heute. Das wird richtungsweisend für mich und fürs Team. Richtungsweisend, ihr habt ja wirklich die letzten Spiele souverän gewonnen. Ist es eigentlich doch schwierig, die Mannschaft immer wieder neu drauf einzuschwören, gebt euer Bestes, ihr müsst wieder 100% geben, um gewinnen zu können? Ist ja nicht so ein bisschen so dieses, ach, wir schaffen das schon irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man natürlich da mal 3 Siege eingefahren hat oder so, dann kommt natürlich irgendwie vielleicht mal die Hochnäsigkeit kommt hoch. Aber ich muss sagen, unsere Coach-Crew, die macht das perfekt. Also die holen die Jungs wieder runter, die spüren sie wieder ein auf jedes Spiel. Die scouten die anderen Gegner, also die gute Vorarbeit. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt wieder genauso heiß wie vor dem allerersten Spiel? Ja, man sieht es an den Jungs. Also wir haben auch ein bisschen Angst gehabt. Im Vorstand haben wir darüber gesprochen, wie es weitergehen soll, dass da die Hochnäsigkeit kommt, aber das ist kein Anzeichen. Also die sind konzentriert, die Jungs, die sind heiß. Wir waren vorhin schon überpünktlich gerichtet, da ist jeder im Kopf dabei heute. Überpünktlich und heiß aufs Spiel. Gianni, du darfst jetzt heute den Tipp abgeben. Wer wird gewinnen? Ja, natürlich die Spartans. Ob er jetzt tatsächlich recht behalten wird, das sehen wir hier. Die erste Halbzeit.
Was für ein Spiel heute. Die beiden Mannschaften schenken sich echt nichts. Kein einziger Punkt wurde bisher gemacht. Und das, obwohl beide Mannschaften wirklich beharrlich versucht haben, über die Ziellinie der jeweils anderen rüberzulaufen. Bisher hat noch nichts geklappt. Das spricht allerdings für die Defense der beiden Mannschaften. Wer sich mit mir zusammen das Spiel auch angeguckt hat, das ist die Rola, eine alte Bekannte von uns. Wie hat sie gefallen, die erste Hälfte? Also richtig spannend, mal was ganz anderes und er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt kommt die Frage, hast du Ahnung von American Football? Überhaupt nicht. Also ich habe es mir jetzt erklären lassen und ich habe es mir komplizierter vorgestellt. Habe gedacht, es ist viel, viel unverständlicher und. Aber ist gar nicht. Es sind so einige Dinge, auf die ich jetzt achten muss als Zuschauer und dann verstehe ich es auch. Und ich bin echt überrascht. Also ich finde es echt, echt cool. Man muss sagen, wir haben die Jungs eigentlich kennengelernt auf deinem Kampf in der Ratiopharm Arena. Da waren sie schon da und haben Spalier für dich gestanden. Und jetzt bist du hier und hier fightest für sie. Frage, wie geht's dir jetzt gerade? Was machst du? Mir geht's sehr, sehr gut. Die Zeit nach meinem Comeback-Kampf war natürlich sehr, sehr stressig. Ich musste dann irgendwann lernen, wieder runterzukommen und habe dann auch so eine Route für mich ausgedacht, wie ich jetzt dieses Jahr noch weitergehen möchte. Bin jetzt vor 3 Wochen wieder ins Training eingestiegen, vor 4 Wochen sogar, und kämpfe am 3. August wieder. Oh Gott, das heißt, bei dir ist jetzt schon wieder die richtige heiße Phase angekommen. Ja. Nicht nur das Wetter endlich, sondern auch im Training. Und jetzt in drei Wochen geht auch Sparring los. Das heißt, da ist das, was ich nicht so gerne mag. Das ist da, wo man dann so extrem abnehmen muss, ne? Das machst du automatisch. Also das ist das Gute. Du hast 12 Kilo waren es beim letzten Mal, ne? Oder? Ja, diesmal sind es ein bisschen weniger. Nee, Sparring ist halt nicht so meine Lieblingseinheiten. Ich mache lieber das klassische Rocky-Training, wo man sich einfach nur quälen muss. Und ist unheimlich schwierig. Also ich habe ein neues Trainergespann und das Training hat sich komplett umgestellt. Und macht Spaß, weil es was Neues ist, aber es ist verdammt anstrengend. Du bist ja jetzt nicht mehr nur Boxerin, sondern bist jetzt auch noch unter die Autoren gegangen. Seit ein paar Monaten kann man dich immer mal wieder im Fernsehen bewundern, wie du dein neues Buch vorstellst. Vielleicht nochmal so 2, 3 Sätze zu dem Buch, worum geht's da? Also es ist meine Geschichte. Ich habe meinen Weg natürlich nach dem 1. April geschildert und versuche das den Menschen näher zu bringen. Aber auch sehr, 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 sehr großer Teil des Buches ist auch die Zeit davor. Ich habe auch davor viel erlebt, viele schöne Dinge, viele weniger schöne Dinge. Und es ist einfach, es zählt meine Geschichte. Ich versuche damit manchen Leuten Mut zu machen, auch so ein bisschen hinter die Kulissen des Boxsports zu führen, der natürlich nicht immer ganz schön ist. Und es kommt sehr, sehr gut an. Also es hat mich überwältigt, was für Nachrichten ich bekomme, teilweise immer noch, obwohl es jetzt schon 6 Monate auf dem Markt ist. Und es freut mich natürlich, bevor ich irgendwelche Verkaufszahlen und Ranglistenplätze sehe, freut es mich lieber die Menschen, die das gelesen haben, dass es bei denen angekommen ist. Und es ist bei Gott sei Dank sehr, sehr vielen angekommen und es freut mich. Freuen tut uns natürlich auch, dass wir sie wiedersehen werden im August, ne? Im Boxring. Aber vorerst müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, wie sich die Spartans gegen Bamberg schlagen. Ob sie jetzt doch nochmal einen Punkt machen. Was sagst du? Natürlich, ich bin ja da. Yeah.
fassungslose Gesichter hier auf den Zuschauerrängen bei all den 500 Leuten, die gekommen sind, um das Spiel des Spartans gegen Bamberg zu sehen. Am Schluss mit einem hauchdünnen Vorsprung hat Bamberg gewonnen. Die erste Niederlage für die Spartans. Spontan mal die Frage an den Trainer. Kaum zu glauben, oder? Ja gut, also was heißt kaum zu glauben? Ich meine, es war ein sauknappes Spiel, aber ich glaube, man hat über das ganze Spiel merken können, dass Bamberg ein gefährliches Team ist. Das haben wir auch vorher gewusst, dass die Jungs dabei haben, die schnell sind, die den Ball fangen können und dass die jederzeit halt wirklich für ein sogenanntes Big Play, also ein Spielzug, der sehr viel Raumgewinn bringt, gefährlich sind. Und das hat uns am Schluss dann irgendwie doch ein bisschen geknackt. Wir waren ja eigentlich schon deutlich vorne, haben leider den Sack da nicht ganz zugemacht. Und wie gesagt, am Schluss hat sich genau das gezeigt. Mit tiefen Pässen sind sie nochmal zurückgekommen. Ja, ist schade, aber gut, so ist es im Sport. Manchmal gewinnt man und manchmal reicht es halt nicht ganz. Das sagt sich so schön, wenn man neben dem Platz steht und die Jungs anfeuert und sie motiviert. Aber wie geht es jemandem, der auf dem Platz steht und das quasi miterlebt, live sieht, wie man mit einem 14-Punkte-Vorsprung dann am Schluss doch noch verliert? Ja, das sind gemischte Gefühle. Zum einen ist es ja traurig, aber man sieht auch, dass dieses Team viel erreicht hat. Wir haben sehr, sehr viele neue Footballspieler und es kann nicht alles perfekt laufen. Was war so deine Meinung? Warum hat es am Schluss dann doch nicht gereicht? War es so die Ausdauer, die am Schluss gefehlt hat, die Erfahrung vielleicht auch? Ihr habt ja viele junge Spieler dabei, viele, die neu dabei sind. War das vielleicht der Grund nachher? Ja, wie ich gesagt habe, wir haben sehr viele neue, also es hat an Erfahrung gefehlt. Bei mir auch zum Teil an der Kondition. Es lag auch an dem Wetter, dass die Kondition dann am Ende gefehlt hat. Ja, das müssen wir alles verbessern. Die Rookies müssen ein bisschen Gas geben, ins Training kommen. Dann werden die auch besser und werden als Team auch besser. Mhm. Dankeschön. Wie macht man das jetzt? Wie baut man die Jungs jetzt wieder auf nach einer so langen Reihe von wirklich grandiosen Siegen? Jetzt auf einmal so eine, also wirklich so ein verschenktes Spiel am Schluss. Wie schafft man es da, die Spieler jetzt wieder zu motivieren, wieder aufzubauen? Ja gut, ist ja bei weitem nicht so, dass alles schlecht war jetzt heute. Also wir haben heute eine überragende Zuschauerkulisse gesehen. Also vielen Dank an die ganzen Fans, die da waren. Ich glaube auch für die vielen Zuschauer war es trotzdem ein gutes Spiel. Und es gab jetzt schon die ersten Reaktionen von Spielern, die einfach gesagt haben, okay, das ist doch der beste Beweis, dass wir im Training einfach noch härter arbeiten müssen. Also ich glaube, die Jungs kriegen das selber hin. Unsere Defense hat heute wieder gezeigt, dass sie mit zum Besten der Liga definitiv gehört. Die hat überragend gespielt. Und in der Offense hat halt das, was die letzten Spiele auch schon manchmal war, dass mal ein Ball nicht gefangen wird, dass sich ab und zu ein Fehler einschleicht, das hat uns heute halt schwer gekostet. Und wie gesagt, da gibt es ja nichts anderes, außer daran zu arbeiten, wieder aufzustehen, Mund abzuputzen und es in der nächsten Woche im Training einfach besser zu machen. Das war das Spiel der Spartans gegen Bamberg. Und wir bringen was mit vom Spiel nach Hause, und zwar ein handsigniertes Buch von Rola El-Halabi. Das hat sie mir mitgegeben und, kannst sehen, hier drin unterschrieben. Dieses Buch werden wir bei uns zu Hause auf wirsindehingen.de verlosen. Das heißt, in den nächsten Tagen gibt es bei uns auf der Facebook-Seite ein Gewinnspiel, bei dem ihr mitmachen könnt und dieses Buch hier gewinnen könnt. Also draufklicken auf wirsindehingen.de, da könnt ihr dann erfahren, wann und wie ihr dieses handsignierte Buch von Rola El-Halabi gewinnen könnt. Viel Glück!